Zu viel Müll im Stadion? Zensur im Netz? Kaputte Straßen? Da muss doch jemand was machen. Ja, du. Dich stört was? Dann engagier dich. Du kannst es ändern. Es geht ganz einfach. Stichwort Cyberaktivismus. Das Internet macht faule Politikmuffel zu engagierten Menschen. Dank Digitalisierung ist politisches Engagement nur einen Klick weit entfernt. Zum Beispiel bei Open Petition, Change.org, Camp Act oder Move On. Alles super, oder nicht? Erstmal, was ist Cyberaktivismus eigentlich? Man unterscheidet drei Formen. Erstens, Informationen verbreiten, durch Mails, in Foren und sozialen Netzen. Das Ziel? Politische Entscheidungen beeinflussen. Lobbyismus also, bloß im Netz. Zweitens, mobilisieren. Unterschriften sammeln, Demos und Proteste organisieren, sowohl analog als auch digital. Drittens, noch einen Schritt weiter, Hacktivismus. Wenn der Protest in digitale Angriffe umschlägt, zum Beispiel Webseiten gehackt werden. Die Infos per Mail oder in der Timeline, das erleichtert die Mobilisierung. Und es bleibt nicht unbeobachtet. Online-Kampagnen haben schon große Veränderungen bewirkt. Zum Beispiel 2013. Der Einsatz von Neonicotinoiden wird von der EU eingeschränkt. Pflanzenschutzmittel, die für Bienen gefährlich sind. 2018 wurde der Einsatz im Freiland sogar verboten. Grund: viele Petitionen und viel Aufmerksamkeit. Online-Petitionen sind beliebt, sagen die Plattformbetreiber. 24% haben schon mal bei einer Online-Petition mitgemacht. Vor allem die 30- bis 44-Jährigen. Die unter 30-Jährigen sind die zweitstärkste Gruppe. Und die Online-Beteiligung wird zunehmen. 55% können sich vorstellen, in Zukunft sogar online zu wählen. Rumhängen und trotzdem politisch aktiv sein? Klingt so einfach? Stimmt. So können One-Click-Proteste entstehen. Nur scheinbare Veränderungen und beim nächsten Aufreger ist alles wieder vergessen. Langfristige Veränderung, Fehlanzeige. Die Petitionen auf Online-Plattformen sorgen für Aufmerksamkeit und für Berichterstattung in den Medien. Aber es sind keine echten Petitionen. Die gibt es nur beim Bundestag, bei den Landtagen und Kommunen. Hier können alle eine Petition einreichen, inzwischen auch online. Es braucht mindestens 50.000 Unterschriften in 4 Wochen. Dann muss der Petitionsausschuss über das Anliegen beraten. Noch ein Problem der Online-Petitionen: Die Protestplattformen steuern, wofür ich mich einsetze und was ich darüber denke. Das ist sogenanntes Framing. Das heißt, Fakten werden so dargestellt und ausgesucht, dass klar ist, wie ich das Thema zu deuten habe. Cyberaktivismus kann viel bewirken. Aber wichtig ist, zusätzlich bei verschiedenen Quellen informieren und erst dann online zustimmen oder ablehnen. Dann ist politisches Engagement wirklich nur einen Klick weit entfernt.